Heute packen wir zusammen für unsere Klassenfahrt. Wir fliegen nämlich morgen nach Barcelona. Und wir sind alle schon voll aufgeregt, weil wir haben noch keine Klassenfahrt zusammen gemacht. Und wir fahren in ein Hotel. Das sieht voll cool aus. Aber es ist morgen. Und ich habe noch nichts gepackt. Also noch wirklich gar nichts. Deshalb muss ich jetzt mal langsam anfangen und ich dachte, ich nehme euch ein bisschen mit dabei. Ich muss gleich immer gucken, welchen Koffer ich mitnehme, welche Outfits ich einpacke. Und ja, vielleicht kann ich euch am Ende vom Video noch ein paar Sachen von der Klassenfahrt einblenden und ich erzähle euch nicht mal ein bisschen mehr, was wir alles so machen werden. Aber jetzt fange ich erstmal an mit Packen. Stopp! Ich muss nur mal ganz kurz einspringen. Ich wollte euch nämlich zeigen, was es jetzt bei Breezy Bay Neues gibt. Nämlich haben wir jetzt auch eine Travelbox. Da könnt ihr super eure Schmucksachen reintun zum Reisen. Zum Beispiel hier unten ist ganz viel Platz für Ringe. Und hier oben kann man dann auch die Armbänder aufhängen. Könnt ihr dann hier so zumachen und so sieht die von vorne aus. Und es gibt auch neuen Schmuck. Zum Beispiel hier diese Muschelkette, die ich jetzt schon die ganze Zeit anhab. Und hier die Ringe, zum Beispiel den hier oder noch neue Perlenringe. Und diesen Smiley-Ring, wartet nämlich an der anderen Hand an. Sieht der aus? Schaut gerne mal vorbei, ich verlinke euch den Shop wie immer unten in der Infobox. So, das ist mein Gepäck, was ich mitnehme. Ich habe hier die Auswahl. Entweder den schönen kleinen rosanen Koffer oder diesen hässlichen schwarzen, etwas größeren Koffer. Vielleicht kann ich da noch Sticker drauf kleben. Und dann wollte ich als Tasche mit ins Flugzeug die hier mitnehmen, weil die ist schön groß und hat viele Taschen. Dann kann ich dann viel reinstopfen und mir die trotzdem dann umhängen in der Stadt. Jetzt versuche ich, glaube ich, erstmal alles in den Koffer reinzubekommen und falls das nicht passt, muss ich dann den hier nehmen. Und die Tasche hier, die nehme ich auch noch mit, aber ich glaube, die tue ich in meinen Koffer für den Strand. Und das ist meine Cappy fürs Ferrari. Und Leute, guckt mal hier, heute kam mein Amazon-Paket noch an. Ich habe mir nämlich neue Packing Cubes bestellt. Da kann man alles schön reinpacken und die dann danach hier so zumachen. Und dann werden die ganz klein und dann passt mehr in den Koffer rein. Da muss ich nicht so viel in meinem Koffer rumwühlen und gucken, wo meine Sachen überall hingekommen sind. Okay, ich glaube, ich fange an und packe so ein bisschen ein Outfit. Weil wenn ich einfach so random Sachen reinstopfe, dann komme ich komplett durcheinander da. Ich packe jetzt erstmal meine Unterwäsche hier in diesen Beutel rein. Und dann nehme ich noch einen mit für Schmutzwäsche. Ich glaube, den klebe ich am besten einen Aufkleber drauf, weil dann verwechsel ich das nicht. Und ich glaube, ich packe einfach für jeden Tag ein Set ein. Und dann kommt das hier rein. Das gleiche mache ich, glaube ich, später noch mit Socken. Ich habe hier übrigens auch schon eine Packliste gemacht. Ich zeige euch die mal ganz kurz. Die einfach in Notizen geschrieben und die kann ich dann nach und nach abhaken. Guck mal. Dim, 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 dim. Übrigens nehme ich auf Klassenfahrt hier diesen Teddy mit. Weil eigentlich habe ich immer Katzi als mein Kuscheltier von ganz früher, wie man vielleicht sieht. Aber ich habe immer Angst, dass sie verloren geht. Deshalb darf für Reisen auch mal der andere jetzt ausgeführt werden und Katzi bleibt hier. So, ich suche jetzt gerade mal ein schwarzes T-Shirt, weil ich wollte im Ferrari-Land meinen schwarzen Rock anziehen mit dem T-Shirt hier mit dem Stern drauf. So, Kappe und Shoes. Sieht doch cool aus, oder? So, ich lege jetzt erstmal all meine Outfits dahin, dann sehe ich, was ich so für Outfits mit habe. Und dann packe ich alles ein. Ich glaube so Outfit für Outfit, weil dann weiß ich direkt, was ich anziehe. Ich habe jetzt ein tolles Outfit rausgesucht für den nächsten Tag. Das ist für Port Aventura, das ist so ein Freizeitpark neben Ferrariland. Dann ziehe ich das pinke Oberteil hier an. Das ist von Urban Outfitters, das habe ich in ganz vielen Farben, das ist echt cool. Dann meine Shorts, die ist von Subdued. Und dann meine New Balance dazu, weil die sind bequem und die sehen cool aus zu Jeans. So, jetzt kann ja schon der dritte und letzte Tag, warum wir zurückfliegen. Da habe ich mir den Rock hier rausgesucht. Den habe ich mal bei Urban Outfitters gekauft. Der ist so ein bisschen Vintage da gewesen. Und der ist voll bequem. Ich mag den voll gerne. Und jetzt ziehe ich den auch für den Flug an. Jetzt suche ich gerade noch so ein weißes Oberteil. So, das kommt auf mein Bett. Und dann ziehe ich dazu noch die New Balance einfach an. Ich glaube, ich nehme nur die zwei Paar Schuhe mit, sonst muss ich mich so abschleppen. Das Oberteil, dann die Schüchen. Leute, jetzt packe ich noch was für abends ein. Also, ich mache so ein bisschen ein paar extra Sachen, falls ich irgendwie zwei Outfits brauche. Ich habe einmal hier dieses Kleid, das wollte ich unbedingt schon mal anziehen. Das hat hier so einen schönen Rüffelstoff, dann verknüllt das nicht so im Koffer. Wollte ich noch? Ah ja, ich habe so einen weißen langen Rock. Das ist einfach so ein langer weißer. Und meine graue Jogginghose packe ich noch ein, falls wir abends mal noch zum Strand gehen. So, current situation. Ich habe jetzt hier noch so einen Haufen gemacht mit T-Shirts und Tops für abends, weil wenn ich da jetzt den ganzen Tag rumgelaufen bin in der Stadt oder im Ferrari, dann habe ich die Sachen ja voll geschwitzt, dann will ich die abends nicht nochmal anziehen. Und ich glaube, dann bin ich ganz gut ausgerüstet. Als letztes von Klamotten packe ich jetzt noch meine Schlaf-T-Shirts ein, glaube ich. Ich habe jetzt zwei. Einmal das hier, Barbie. Ich schlafe da voll gern drin, weil es ist so ein bisschen länger und es ist schön dünn. Und dann fand ich lustig, das T-Shirt hier vom Ballermann, Bierkönig. Das ist so bequem, darin zu schlafen, es ist so weich. Dachte ich, wäre ganz witzig als Erinnerung an Mallorca.
Leute, ich hatte fast vergessen, mein Bikini einzupacken. Bin doch da direkt am Strand und am Pool. Die Hose hier ist voll schön, die hat hier so Schleifchen in der Seite. Ja, ich glaube, den nehme ich mit, der ist cool. So, ich packe jetzt hier noch in dieses kleine Täschchen von Victoria's Secret mein Make-up rein. Ich will da gar nicht so viel Make-up mitnehmen oder drauf tun, weil das ist eh so heiß. Ich will nicht so glänzen. Deshalb packe ich mir so einen Puder hier ein, der ist super. Wo habe ich den jetzt hingetan? Hier, der Puder muss auf jeden Fall mit. Der ist so ein bisschen deckend und damit glänzt man nicht mehr. Der hat hier auch einen Spiegel drin. Pinsel nehme ich die hier mit, die ich mir beim Wichteln bekomme. Die sind so schön klein, aber ich glaube, ich mache die hier aus der Verpackung raus. Schmeiß die einfach in mein Täschchen. Guck, das sind einfach schon 4 Stück. Okay, schmeiß mal alles rein. Concealer, Wimperntusche. Ich habe mir die hier wieder gekauft. Die Sky High in Wasserfest. Die ist extrem wasserfest. Ah, mein Primer. Ich weiß nicht, ich habe sehr ölige Haut und ich hasse es zu glänzen. Manche finden das ja schön, so glowy Look, aber nein, ich will nicht glowy. Glowy brauche ich nicht. Okay, Make-up-Täschchen ist fertig. Ich habe auch noch eine zweite davon. Da packe ich gleich meine Skincare-Sachen rein. Aber das mache ich im Bad. Da packe ich immer das hier rein. Das ist so mein Serum, was ich jeden Tag einfach drauf mache. Dann mein Cleanser bei meiner von Caudalie ist leer. Wo habe ich den denn jetzt hier? Leer, kann ich nicht mitnehmen. Habe ich den hier mit von No Cosmetics. Micellengesichtswasser. Wasserfester Augen-Make-up-Entferner. Und dann packe ich hier noch rein mein Sonnenspray. Das ist so transparent. Ah, ich mache meine Zahnpasta hier einfach noch rein. So Skin. Dann habe ich noch ein zweites Ding für Haare noch. Da packe ich einmal rein. Hier so eine kleine Spülung und das passende Shampoo dazu. Dann hier das hier, das habe ich gekauft. Das ist voll gut. Das ist so eine Spülung, die kann man drinnen lassen. Also das ist so ein Pflegezeug. Das ist voll gut für nach dem Haare waschen. Trockenshampoo. Mhm, mein bester Freund. Trockenshampoo. Hier ist noch fürs Duschen, Körperlotion und so eine Pflegedusche. Ah, ich packe jetzt hier noch so eine Zinksalbe mir ein. Die ist auch noch sehr gut. Die packe ich noch zur Skincare. Das passt gleich alles nicht mehr, weil ich will eigentlich nochmal ein Serum hier mitnehmen. Okay, fertig. Kontaktlinsen darf ich nicht vergessen. Ich packe die einfach noch in mein Haarmäppchen rein. Ich habe sonst keinen Platz mehr. Boah, es ist so warm heute, Leute. Ich sterbe. In Barcelona wird es noch wärmer. Da wird es 31 Grad jeden Tag. Das ist gut, wenn wir in der Stadt rumlaufen. Aber ich habe jetzt hier noch so einen Travel Organizer mal im Flugzeug bekommen. Der hat hier so viele Fächer. Da packe ich jetzt noch mein Kabel rein. Erstmal hier mein Kabel für meine Powerbank. Die kann man so hinten ans Handy dran klippen. Also einfach so. Ah, Handykette. So magnetisch dran machen. Und dann lädt die das Handy. Und dann nochmal normales Ladekabel für mein Handy. Ha, super, alle Outfits in einem Ding. Mega, Leute. Guck mal, das sind Outfits für 4 Tage und dann so klein. Die Dinger sind super. Und das kommt jetzt hier in meinen Koffer. Okay, der Ablauf unserer Klassenfahrt beginnt so. Also wenn wir ankommen, dann machen wir erstmal eine Stadtrundfahrt durch ganz Barcelona. Und danach können wir halt so ein bisschen shoppen gehen, wie wir wollen. Ich hoffe, ich schaffe es zu Brandy. Und danach fahren wir nach Salou, frag mich nicht, wie man das ausspricht, da wo unser Hotel ist. Und dann essen wir da wahrscheinlich und dann gehen wir wahrscheinlich noch was raus. Wir können auch zum Strand gehen, weil der Strand ist halt direkt da hinter dem Hotel und wir haben auch einen Pool. Am nächsten Tag gehen wir ins Ferrari-Land, das ist nämlich cool. Und am nächsten Tag gehen wir dann nur Port Aventura, also nicht nochmal Ferrari-Land. Und dann ist wieder Abreise am nächsten Tag leider. Da frühstücken wir noch im Hotel und dann müssen wir zum Flughafen. Tada! Das ist jetzt einmal eine Schlafanzige drin, meine Flipflops, mein Bikini und meine Jacke. Also, die Dinger sind echt toll. Das kommt jetzt hier auf die andere Seite. Ich muss noch meine ganzen Make-up-Taschen und so reintun. Ich hoffe, das passt irgendwie. Warte mal, wie mache ich das denn jetzt hier? Ich glaube, mein Lehrer denkt, ich will in Barcelona wohnen bleiben. Ich muss jetzt doch mal einen ganz großen Koffer mitnehmen, weil der schwarze, der war mir zu hässlich. Und das passt einfach nicht in den rosanen. Der ist komplett voll und da ist nicht mal die Hälfte drin von den Sachen. Perfekt. So, bin fertig. Bin auch selber fix und fertig. Das war's jetzt mit meinem Klassenfahrt-Video. Es kommen jetzt noch ein paar Eindrücke von der Klassenfahrt, die ich jetzt noch nie weiß. Also erstmal mussten wir um 5.30 Uhr am Flughafen sein, um dann zu erfahren, dass wir 3 Stunden Verspätung haben. Ihr seht, wie begeistert ich davon war. Hier ist Cheyenne, hello.
wir waren noch beide sehr müde. Dann sind wir erstmal aufs Klo, ein paar Selfies machen. Und danach sind wir in den Tops da rumgelaufen. Und dann gab es Pommes um 7 Uhr morgens. Und dann sind wir endlich losgeflogen. Und da war Brandy, da mussten wir natürlich direkt mal reingehen. Und dann haben wir noch ein bisschen Sightseeing gemacht. Da hat sich aber niemand so wirklich für interessiert. Und hier ist unser Hotelzimmer. Das sah eigentlich ganz cool aus. Also hier ist unser Badezimmer. Hier ist unser schicker Klo. Warum ich das filme, weiß ich nicht. Ich habe mit Cheyenne auf einem Zimmer. Hier ist unsere wunderschöne Bettwäsche. Aber wir hatten auch einen Balkon und wir hatten sogar Meerblick. Guck mal, wie cool. Das war unser Essen. Das fand ich nicht so gut. Ich konnte mal nur Pommes essen oder matschige Nudeln. Das ist hier mein Outfit fürs Ferrari-Land. Das fand ich am coolsten. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Guck mal, hier ist die Achterbahn. Das ist die schnellste von Europa, wie man sieht. Und die ist einfach so schnell da hochgegangen und so schnell wieder runter. Ich glaube, man hat da einfach gar nichts mitbekommen. Guck mal, wie steil das ist. Hilfe! Ja, dann ist die Fahrt auch schon wieder vorbei. Hier ist noch ein Bild von mir im Ferrari-Land. Und noch ein Bild. Wie viele Bilder habe ich da gemacht? Aber das fand ich echt schon cool. Das ist Tag 2 Outfit. Da sind wir Port Aventura gegangen, Freizeitpark. Und da gab es eine Achterbahn, die hatte 8 Loopings. Und ich bin die gefahren. Also hier filme ich. Ich wackel sehr mit meiner Kamera. Aber ich hatte ein bisschen Angst, weil ich auf diese Achterbahn da drauf gegangen bin. Erstmal haben wir 10 Stunden überlegt. Und am Ende war uns ein bisschen schlecht. Gabriel war schwindelig davon. Und das Benno. Hallo Benno. Abends sind wir noch zum Strand gegangen. Und da haben wir ein paar Bilder gemacht, Fotoshooting und ein paar lustige TikToks. Meine Lehrer durfte ich leider nicht filmen, aber liebe Grüße, falls es einer von euch sieht. Das war echt eine coole Klassenfahrt. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Schreibt doch mal in die Kommis, wohin eure letzte Klassenfahrt gegangen ist. Und ihr könnt auch einen Daumen nach oben da lassen, falls es euch gefallen hat. Und meinen Kanal abonnieren, auf den roten Abonnieren-Button drücken. Bye, bye!